Sie wollten dorthin, wo vor ihnen noch niemand war. Ins Weltall. Sie waren bereit, für diese Vision ihr Leben zu riskieren. Doch kaum jemand kennt ihre Namen. Niemand weiß, wie sie auf ihrer waghalsigen Mission ins All gelangten. Mit einem Ballon. Sie erfüllten einen Menschheitstraum. Sie waren die Ersten im All. Doch andere ernteten den Ruhm. Mit ihren Raketen drängten sich Astronauten in die Herzen ihrer Nation und das Bewusstsein der Weltöffentlichkeit. Das große Abenteuer Raumfahrt aber begann mit mutigen Ballonfahrern, die in Vergessenheit gerieten. Dieser Film erzählt ihre unglaubliche Geschichte. Es zieht ihn immer wieder her. In das Museum der amerikanischen Air Force nach Dayton im US-Bundesstaat Ohio. Viele der ausgestellten Flugzeuge sind für Joe Kittinger alte Bekannte. Er hat sie geflogen, als Kampf- und als Testpilot. Besonders am Herzen liegen dem heute 79-Jährigen die Maschinen, die er als einer der ersten fliegen durfte. It's always a thrill to fly on an airplane that's new off the production line. Es ist schon was ganz Besonderes, ein völlig neues Flugzeug zu fliegen. Dafür habe ich mich immer freiwillig gemeldet. Ich wollte immer als Erster mit dabei sein. Bei der Air Force genauso wie bei den Pfadfindern. Mein ganzes Leben habe ich dieses Abenteuer geliebt. Dieses Gefühl, etwas zu machen, was kein anderer machen will. Das tue ich noch heute. Mich reizt die Herausforderung. An den Raketen kann Joe nicht achtlos vorbeigehen, so wie die meisten Museumsbesucher. Doch kaum jemand bemerkt die kleine Kapsel, die hinter den Raketen ausgestellt ist. Für Joe ist sie einzigartig. Diese Kapsel hat sein Leben verändert und Geschichte geschrieben. Alles beginnt 1953 in der Wüste von Neumexiko. Auf der abgelegenen Luftwaffenbasis Holloman testet die US Air Force neue Kampfflugzeuge. Joe Kittinger ist 25 Jahre alt, als er hier stationiert wird. Als frischgebackener Testpilot. Für mich war das der aufregendste Ort der Welt. Ich war schließlich Testpilot, habe jeden verfügbaren Jet ausprobiert. Ich liebe es zu fliegen. Und jedes Flugzeug fordert etwas anderes von dir. Testpiloten sind ganz besondere Typen. Und Joe ist keine Ausnahme. Er liebt die Geschwindigkeit. Und die Gefahr. Testpiloten sind Grenzgänger. Sie bringen ein neues Flugzeug bis an seine technischen Grenzen und dürfen doch nicht zu weit gehen. Für ein paar Tage im Monat hat Joe ganz andere Aufgaben. Er wird zur Ballon-Einheit abkommandiert. Noch ahnt er nicht, dass dies sein Leben für immer verändern wird. Der Testpilot soll Ballons mit einem langsamen Flugzeug begleiten. Nicht gerade ein Traumjob. Das weiß auch der Meteorologe und Flugleiter der Balloneinheit, Duke Gildenberg. Jetpiloten sind Jetpiloten. Die wollen richtig Gas geben. Meist waren sie von den Ballons angeödet. Die mussten sie nämlich mit langsamen Maschinen begleiten. Und oft hingen sie so ab, in der einen Hand eine Zigarette, die andere am Steuerknüppel. In den frühen 50er Jahren setzt die US Air Force unbemannte Plastikballons zur militärischen Spionage ein. Es gibt noch keine Satelliten. Doch viele der Heliumballons dienen ganz besonderen Forschungszwecken. Als ich herausfand, was die da erforschten, war ich total fasziniert. Die wollten in den Weltraum. Der Weltraum.
Dieses magische Wort ist auf der Luftwaffenbasis Holloman untrennbar mit einem Namen verbunden. Dr. John Paul Stapp. Er ist der Leiter des medizinischen Forschungszentrums. Jahre bevor die NASA gegründet wird, hat Dr. Stapp erkannt, dass der Mensch den Weltraum erobern kann. Er will mit seinen Experimenten die Grundlagen dazu liefern. Anfang der 50er gibt es noch keine bemannten Raketen. Trotzdem will Dr. Stapp die menschliche Reaktion auf Schwerelosigkeit und Beschleunigung erforschen. Dr. Stapp war ein Visionär. Er wusste, dass wir Daten aus dem Weltraum brauchten. Und das ging nur mit Ballons. Nur sie können in den Grenzbereich zum Weltraum vordringen und aus der Stratosphäre, aus einer Höhe von 40 Kilometern, Daten zur Erde senden. Vor allem die kosmische Strahlung interessiert die Forscher. In Stapps Team ist der Mediziner David Simons für diese Frage zuständig. Er soll herausfinden, ob die kosmische Strahlung für den Menschen gefährlich ist. Es hat damals noch keine Raumfahrt gegeben und keine Raumfahrer. Die Generäle hielten das auch nicht für wichtig. Aber wir wussten, dass es wichtig war. Bei ihren Tests setzen die Weltraumforscher zunächst Tiere als Ballonpassagiere ein. Erst Mäuse und Hamster, dann Affen. In kleinen Raumkapseln mit Sauerstoffversorgung und Messgeräten schweben die Tiere viele Stunden am Rande des Weltraums und kehren dann lebend zum Boden zurück. Nach unzähligen Flügen glaubt David Simons, die Gefahren einschätzen zu können. Colonel Stapp kam in mein Büro und fragte, Dave, haben wir genug Tierflüge gemacht, um einen Menschen sicher da drauf schicken zu können? Ich sagte, kein Problem, die Strahlung ist keine große Gefahr. Er meinte, willst du derjenige sein? Nichts lieber als das. Okay, du bist dabei. Einer der Wissenschaftler erzählte auch mir von dem neuen Projekt. Ich wurde ganz hellhörig, ging sofort zu Dr. Stapp und meldete mich freiwillig. Joe Kittinger wird als Ballonpilot in das Projekt aufgenommen. Aber auch David Simons macht sich Hoffnungen auf den ersten Flug. Schließlich ist er der Wissenschaftler und Joe nur Testpilot. Zusammen mit den Ingenieuren um Dr. Stapp arbeiten die beiden an der Konstruktion der Kapsel. Sie soll unter dem Ballon hängen und die Piloten vor dem lebensfeindlichen Weltraum schützen. Die Gondel war ein Experiment. Alles mussten wir neu entwickeln. Es war das erste Raumschiff. Wir waren die ersten Raumfahrer und dies das erste Raumschiff. Dr. Stapp gibt dem Weltraumprojekt einen einprägsamen Namen. Man High. Doch es gilt nicht nur, eine Raumkapsel zu bauen. Joe und David müssen für ihre Aufgabe als Raumfahrer ausgebildet werden. Es gab diesen Klaustrophobie-Test. 24 Stunden in einer dunklen Tonne. Wer das nicht aushielt, war aus. Es war sehr eng, sehr heiß und sehr notwendig. Ich bin Jetpilot. Ich kann mich beherrschen und an alles anpassen. Für mich war das kein Problem. Ich schlief sogar ein. Die Ausbildung hat durchaus angenehme Seiten. Sowohl David als auch Joe müssen lernen, einen Ballon zu manövrieren. Für Joe wird daraus eine Leidenschaft, die ihn bis heute fesselt. Ein Ballon zu fliegen war ganz sicher das Schönste am Training. Eben noch mit Überschalljets unterwegs und nun auf einmal mit langsam schwebenden Ballons. Definitiv der schönste Teil von Man High. Heute sind es meist Heißluftballons, mit denen Joe unterwegs ist.
Seine Vorbereitung auf den Raumflug absolviert er 1956 allerdings mit gasgefüllten Ballons. Das Grundprinzip ist ähnlich. Heiße Luft und Heliumgas sind leichter als die Umgebungsluft und heben daher Ballon und Piloten in die Höhe. Schnell wird der Ballon für Joe ein ganz besonderes Fluggerät. Bei einem Flugzeug brauchst du keine Hilfe. Du steigst ein und hebst ab. Aber bei einem Ballon brauchst du eine Crew für Start und Landung. Das ist schon ein großer Unterschied. Ballonfahren ist ganz anders als Fliegen. Ein Flugzeug fliegt, wohin du willst. Ein Ballon fliegt, wo Gott ihn hinbläst. Die Ausbildung der Raumfahrer und die Konstruktion der Raumkapsel erfordern mehr Zeit und Geld als gedacht. Dr. Stapp muss bei seinen Vorgesetzten darum kämpfen, die Entwicklung weiter zu finanzieren. Raumfahrt war damals noch ein Unwort. Unsere Vorgesetzten mochten es nicht. Deshalb finanzierten sie das Projekt von Anfang an nur äußerst widerwillig. Eine Sache, die wir uns aus Geldmangel nie leisten konnten, war ein Test der ganzen Kapsel in einer Druckkammer. Das hätte eigentlich vor dem Flug gemacht werden müssen. Dann hätten wir sicherlich auch das Ventil entdeckt, das falsch eingebaut war. Trotzdem, Dr. Stapp hält das System reif genug für einen Testflug. Angestrebte Flughöhe 30 Kilometer. Er gibt Joe Kittinger den Vorzug. Das Experiment erfordert einen Piloten, der auch mit unvorhersehbaren Situationen fertig wird. Juni 1957, 6.30 Uhr morgens. Manhai One ist startklar. Ein Hubschrauber dient als Kontrollzentrum unter freiem Himmel. Ein paar Minuten nach dem Start fiel mein Funkgerät aus. Ich konnte die unten am Boden noch hören. Aber um mit ihnen zu reden, musste ich morsen. Ich war zum Glück Funkamateur und konnte den Morsecode entziffern. Andere hatten da mehr Probleme. Aber ich war immer im Bilde, was ablief. Kurz danach entdeckte ich, dass der Sauerstoffvorrat viel zu schnell zur Neige ging. Ich habe daher das defekte Ventil abgedreht und die Kapsel über meinen Raumanzug mit Sauerstoff versorgt. Ich habe denen unten davon nichts erzählt. War ganz allein meine Entscheidung. In rund 30 Kilometern Höhe hat sich der Ballon maximal ausgedehnt. Nach gut 2 Stunden ist Joe am Ziel. Noch nie hat sich ein Mensch so weit vom Planeten Erde entfernt. Doch sein Sauerstoffvorrat wird immer knapper. Das bemerkt jetzt auch Flugleiter Duke Gildenburg. Wir ließen ihn die Anzeigen ablesen und sahen, dass der Sauerstoff zur Neige ging. Wir sagten, Joe, da können wir nichts machen. Lass Helium aus dem Ballon und komm runter. Alles andere wäre Selbstmord gewesen. Das war gefährlich, nicht zum Spaßen. Ganz ohne Frage.
Ich durfte auf dem Weg runter nicht so schnell werden. Deshalb konnte ich nur ganz vorsichtig Gas ablassen. Das dauerte alles länger als erwartet. Ich durfte aber keinesfalls hektisch werden. Schließlich wird Simons ungeduldig und blafft mich an: Komm runter! Ja, sofort. Ich arbeitete doch schon eine Stunde daran, heil runterzukommen. Also dachte ich, mach dir einen Spaß mit Simons. Er sagt also, komm runter. Richtig streitsüchtig, als Befehl. Also morse ich zurück. Kommt und holt mich. Ich fand das ein super Witz. Sollten die ruhig in Panik verfallen. Come and get me. Kommt und holt mich. Das war echt Joes Humor. Wir holten jedenfalls Colonel Stapp ans Mikro. Der sagte: Captain Kittinger, hier ist Ihr Vorgesetzter Colonel Stapp. Lassen Sie Gas ab und kommen runter. Er moss zurück: Yes, Sir. Yes, Sir. Vorsichtig lässt Joe weiter Helium ab. Endlich sinkt der Ballon. Er ist auf dem Weg zurück zur Erde. In der letzten Phase dirigiert Flugleiter Gildenberg die Landung. Als ich ihn dirigierte, war Joe ein wenig besorgt. Hey Duke, setz mich nicht ins Wasser. Ich habe ihn dann schließlich in einen kleinen Bach gelotst. Da war gerade ein Großvater mit seinem Enkel am Fischen. Die sehen die Kapsel herabschweben und dann kommt auch noch dieser Typ mit Helm raus. Die sind auf und davon. Dachten, es wäre ein Außerirdischer. Trotz aller Probleme ist der Flug ein Triumph. Der erste Raumfahrer der Menschheitsgeschichte ist wohlbehalten wieder auf der Erde gelandet. Joe ist der Held des Unternehmens. Mit kühlem Kopf und starken Nerven hat er das Problem mit dem falsch montierten Ventil gemeistert. Wie gefährlich es ist, im Flug zu wenig Sauerstoff zu atmen, zeigt die Ausbildung heutiger Air Force-Piloten auf dem Luftwaffenstützpunkt Hollowman. In einer Druckkammer sollen die Piloten am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, in großer Höhe nur wenig Sauerstoff zu bekommen. All right, sir, I'm going to check you for a seal. Go ahead and hold your breath. 1, 2, 3. Das Training soll Ihnen beibringen, wie Sie später im Flugzeug diese gefährliche Situation überleben können. Die Luft wird langsam aus der Kammer herausgepumpt. Noch werden die Piloten über ihre Masken mit Sauerstoff versorgt. Dann beginnt der Test. Die Piloten müssen aufschreiben, wie ihr Körper reagiert, während der Sauerstoffpegel in ihrem Blut sinkt. Mediziner nennen diesen Zustand Hypoxie. Manche bekommen taube Finger, ihnen wird übel. Andere fühlen sich euphorisch, wenn ihr Gehirn weniger und weniger Sauerstoff erhält. Können sie rechtzeitig erkennen, ob sie die Kontrolle verlieren? Dann hilft nur frischer Sauerstoff aus der Maske. Student number 3, can you tell us your hypoxia symptoms? Feeling a little bit of numbness in my fingers. A little bit of tingling, mental confusion. Sir, you need to correct. Put all three switches up. Student 3, you need to correct. All three switches. All three switches. All right, sir. Der Pilot hat die Kontrolle verloren. In einem Flugzeug wäre dieser Fehler tödlich. He does not understand what she is telling him at the moment. Are you feeling all right, sir? Feel much better now. And you feel back to normal, sir? Feel back to normal.
Wenn in einem Flugzeug ein Problem auftaucht, dann kannst du schnell aus der Gefahrenzone absteigen. In einem Ballon geht das nicht. Du brauchst viel länger für den Abstieg. Du befindest dich also viel länger in Gefahr, weil du nicht einfach schnell runter kannst. Ein Experiment aus den 50er Jahren macht deutlich, in welcher Gefahr sich die Ballonraumfahrer damals befinden. In 30 Kilometern Höhe ist außerhalb der Raumkapsel fast gar keine Luft mehr. Sie schweben nahezu im Vakuum. Da kann selbst das kleinste Loch in der Helmdichtung katastrophale Folgen haben. Der Druck fällt schlagartig ab. Nach wenigen Sekunden ist der Pilot bewusstlos. Wenn der Anzug versagt, bist du ganz schnell tot. Und das weißt du. Du gehst dieses Risiko bewusst ein. Du musst deiner Ausrüstung vertrauen. Aber du bist dir immer bewusst, wenn etwas schief geht, bist du ganz schnell tot. 2 Monate nach der ersten Mission sind die Ballonfahrer bereit, ein zweites Mal in lebensfeindliche Höhen aufzusteigen. Jetzt ist David Simons, der Wissenschaftler, an der Reihe. Er soll mindestens 24 Stunden am Rand zum Weltraum ausharren, beobachten und Daten sammeln. Der Start erfolgt vom Boden einer stillgelegten Eisenerzmine. In offenem Gelände ist es wegen des starken Windes zu riskant. Am frühen Morgen des 19. August 1957 ist es soweit. David Simons schwebt dem Weltraum entgegen. In 30 Kilometern Höhe hat er einen einzigartigen Ausblick. Der Himmel war nicht dunkelblau, er war tiefschwarz. Es gab nur dieses dünne blaue Band am Horizont. Ich versuchte, die leichte Krümmung im Geist zu einer Kugel zu vollenden. Ich habe eine ziemlich gute Vorstellungskraft, aber das hier war unglaublich. Gigantisch. Die nächsten Stunden hängt der Ballon fast regungslos am Rande der Atmosphäre. Gegen Abend geschieht etwas Unerwartetes. Eine Schlechtwetterfront zieht in das Fluggebiet. Gewitterwolken türmen sich auf. David bleibt in der Raumkapsel zunächst gelassen. Ich war ja fast auf 30 Kilometer Höhe. Die Wolken dürften eigentlich nicht höher als 20 Kilometer hinaufreichen. Ich genoss also die Show. Doch das ganze Team hat eine Sache unterschätzt. Die Wolken schneiden David auch von der Wärmeabstrahlung der Erde ab. Das Helium im Ballon kühlt sich dadurch ab, der Ballon schrumpft, verliert an Auftrieb und sinkt. Plötzlich findet sich David zwischen den Gewitterwolken wieder. Er entscheidet sich, allen Ballast abzuwerfen, kann damit aber lediglich die Höhe halten. Für den Rest der langen Nacht hängt David nur knapp über den bedrohlichen Blitzen. Dann hatte ich den schönsten Ausblick aller Zeiten, Sonnenaufgang. Nach ein paar Minuten war klar, wir haben's geschafft. An Air Force doctor and scientist, Major David Simons, prepares for a balloon ascent to the very rim of the stratosphere, 100,000 feet up. 32 hours later, the balloon returns to Earth, and Major Simons emerges from the cramped gondola safe and sound. He set new records for height and endurance, but more important, he provides living proof of man's ability to carry his own atmosphere into the near vacuum of outer space. We thought after the mission was over. Nach dem Ende der Mission dachten wir, Junge, jetzt bekommen wir Millionen, um weiterzumachen. Wir träumten von einer Kapsel mit einer begehbaren Außenplattform.
Wir hofften auf finanzielle Unterstützung, aber es sollte nicht sein. Nur 6 Wochen nach David Simons Flug, am 4. Oktober 1957, schießt die Sowjetunion den ersten Satelliten in eine Erdumlaufbahn, Sputnik 1. Der Kalte Krieg ist im Weltraum angekommen. Ich erinnere mich noch genau an das Piepen. Ich hatte keinen Zweifel, dass dies der Anfang eines Wettlaufs ins All war. Es war der Startschuss für uns, für die USA. Ich sehe noch die Schlagzeile der El Paso Times vor mir, als dies geschah. Lasst uns Colonel Simons und seine Ballongondel nehmen, auf eine Rakete setzen und loslegen, mit ihm drin. So wurde unsere Rolle gesehen. Dann tauchte die NASA auf und riss alles an sich. Das Raumfahrtprogramm entglitt unseren Händen. Die frisch gegründete Raumfahrtagentur NASA geht mit einem Millionenprogramm an den Start, um den Vorsprung der Sowjets einzuholen. Doch zunächst müssen die Amerikaner herbe Rückschläge hinnehmen. Während die NASA noch versucht, ihre unbemannten Raketen unfallfrei zu starten, sind die Männer um Dr. Stepp bereits einen Schritt weiter. Sie machen sich Gedanken, wie die künftigen Astronauten im Notfall gerettet werden können. Die Chance für einen Notausstieg ist minimal. Nur während des Starts und bis zu einer gewissen Flughöhe. Danach gibt es keine Rettung mehr. Dr. Stepp und Joe Kittinger wollen herausfinden, ob ein Astronaut selbst noch in 30 Kilometern Höhe seine Rakete verlassen kann. Die NASA musste so viele Dinge in den Griff bekommen. Die hatten andere Sorgen, als Wege für einen Notausstieg in großer Höhe zu suchen. Stepp und Kittinger kennen das Problem aus der Air Force. Mitte der 50er Jahre fliegen die Jets immer höher und schneller. Bei einem Notausstieg in großer Höhe ist zunächst die Abbremsung das Problem. Du bist mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit unterwegs. Wenn du dann zu schnell abbremst, bist du tot. Diese tödliche Gefahr bedroht Kampfpiloten auch heute noch. Im Forschungszentrum der US Air Force in Dayton, Ohio, suchen die Ingenieure daher nach einem optimalen Weg, wie sich ein Notausstieg möglichst unverletzt überstehen lässt. Ausrüstung und Schleudersitz sind echt. Der entscheidende Unterschied: hier sitzt ein Dummy voller Messgeräte und Sensoren und kein Mensch mit verletzlichen Muskeln und Knochen. Das Katapult wird den Sitz in Sekundenbruchteilen von 0 auf 50 Stundenkilometer beschleunigen. Der Dummy muss bei diesem Experiment das 20-fache seines Eigengewichtes aushalten. Die Experten sprechen von 20 G. Bei einem echten Notausstieg können die Kräfte, die auf den Körper eines Piloten einwirken, noch viel größer sein. Wo ist die Grenze? Welche Kräfte hält der Körper aus? Noch heute greifen die Forscher auf Daten aus den 50er Jahren zurück, für die Dr. Stepp sein Leben riskiert. Mit einem Raketenschlitten steigert er die Belastungen auf seinen eigenen Körper von Experiment zu Experiment. Stepps Selbstversuche übertreffen alles bis dahin für möglich Gehaltene. In wenigen Sekunden bremst er von über 1000 Stundenkilometern auf Null. Sein Körper muss über 45 G ertragen, ein Gewicht von über 3,5 Tonnen. Stepp überlebt nur leicht verletzt.
und beweist so, dass ein Astronaut selbst bei hohen Geschwindigkeiten aus seiner Rakete aussteigen könnte. Wenn du den Ausstieg überlebt hast, dann musst du noch ziemlich weit ohne Fallschirm fallen. Denn in der dünnen Luft hoch oben bist du immer noch rasend schnell. Das würde einen Fallschirm zerfetzen. Und darüber hinaus würdest du extremen G-Kräften ausgesetzt. Der lebensrettende Fallschirm kann den Piloten also auch schwer verletzen. Je schneller dieser ist, desto schlimmer. Die Forscher der Air Force arbeiten daran, die Piloten möglichst gut zu schützen. Für die Piloten heute gilt die Sicherheitsregel, der Fallschirm öffnet sich erst unter 5000 Metern Höhe. Es ist der einzige Weg zu überleben. Du musst bis auf 5.000, 6.000 Meter runter, im freien Fall. Erst dann kannst du den Fallschirm öffnen. Aber im freien Fall gerätst du leicht ins Taumeln, gerade in großer Höhe. Um dieses Problem zu lösen, rufen Dr. Stepp und Joe Kittinger 1958 das Projekt Excelsior ins Leben. Zunächst testen sie den Notausstieg in 30 Kilometern Höhe mit Dummies. Schnell finden sie heraus, dass das Problem noch größer ist, als sie dachten. Die Dummies drehen sich völlig unkontrolliert um die eigene Achse. Mehr als 200 Umdrehungen pro Minute sind tödlich. 120 machen bewusstlos. Monatelang tüfteln sie an einer technischen Lösung. Schließlich entwickeln sie einen Fallschirm, der sich in mehreren Stufen öffnet. Zunächst soll ein automatisch ausgelöster Bremsfallschirm den Springer in großer Höhe stabilisieren. Auch der Hauptschirm öffnet sich selbsttätig, aber erst später, gut 5000 Meter über der Erde. Mitte 1959 halten die Männer des Projektes Excelsior das System für reif genug, um es mit einem Menschen auszuprobieren. Für Projektleiter Joe Kittinger ist klar, dass er selbst das Risiko auf sich nehmen wird. Leider gibt es kein Flugzeug, das es bis auf 30 Kilometer Höhe schafft. Das wäre für uns viel einfacher gewesen. Einfach hochfliegen und in 30 Kilometern aussteigen. Aber so etwas gibt es nicht. Ich musste also wieder einen Ballon nehmen. Joe entscheidet sich diesmal für eine offene Gondel. Das ist einfacher, birgt aber auch Gefahren. Auf seinem Weg in die Stratosphäre muss er Temperaturen von minus 70 Grad Celsius überstehen. Zu seiner Ausrüstung gehören deshalb elektrisch geheizte Socken und Handschuhe. Der Raumanzug ist diesmal der einzige Schutz vor dem tödlichen Vakuum. Jedes Teil der Ausrüstung wird wieder und wieder getestet. Ich habe alles 100 Mal in der Druckkammer getestet und 1000 Mal in meinen Gedanken. Am frühen Morgen des 16. November 1959 ist es soweit. In der Wüste von Neumexiko bereitet sich Joe auf seinen Aufstieg vor. 2 Stunden lang atmet er reinen Sauerstoff, um den Stickstoff der gewöhnlichen Atemluft aus seinem Blut zu bekommen. Eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass sein Druckanzug versagt. Der Stickstoff würde dann nämlich gefährliche Gasblasen in seinem Blut bilden. Dann war es endlich soweit. Nach 1,5 Jahren sorgfältiger Vorbereitung auf diesen einen Tag. Es war aufregend, endlich wieder in den Weltraum aufzubrechen. Kurz nach Sonnenaufgang ist es windstill, als würde auch die Natur den Atem anhalten.
Was dich wirklich beunruhigt, ist das, worauf du nicht vorbereitet bist. Wie viele Dinge können passieren, von denen du nichts ahnst? Dieser erste Flug soll noch nicht ganz nach oben gehen. Angepeilte Höhe von Excelsior One, 20 Kilometer. Ich bin oben angekommen und bereite meinen Absprung vor, Schritt für Schritt. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich aufstehen soll. Aber es geht nicht. Ich hänge fest. Keine Ahnung warum. Ich werde langsam hektisch, denn ich muss ja raus. Ich ziehe und zerre, komme schließlich frei, stehe auf und springe. Was Joe nicht weiß, in der Hektik vor dem Absprung hat er die Fallschirmautomatik zu früh aktiviert. Der kleine Bremsfallschirm kommt zu früh, öffnet sich nicht richtig und schlingt sich um meinen Hals. Plötzlich fange ich an, mich heftig zu drehen. Ich hatte einen Höhenmesser an meinem Handgelenk und wollte sehen, wie hoch ich war, aber die Schleuderkräfte waren zu groß. Ich konnte meinen Arm nicht an mich heranziehen. Dann wurde ich bewusstlos. Doch Joe hat Glück im Unglück. Der Hauptfallschirm funktioniert und öffnet sich automatisch. Das schnelle Drehen um die eigene Achse hat ihm zwar das Bewusstsein geraubt, er landet aber unversehrt. Als ich zu mir kam, war ich frustriert. Ich hatte das Team enttäuscht und Dr. Stapp und mich beinahe selbst umgebracht. Noch heute kann sich Joe gut an seine Schuldgefühle erinnern. Er ist damals Leiter des gesamten Teams. Und für einen Moment scheint das Projekt Excelsior vor dem Aus zu stehen. Dr. Stapp und ich mussten ins Hauptquartier, um bei den Generälen anzutanzen. Weil ich fast umgekommen war, zögerten die Seher, uns noch einmal eine Starterlaubnis zu geben. Aber Dr. Stapp übernahm die volle Verantwortung. Er war ein mutiger Mann. Wenn ich umkommen würde, müsste er ewig damit leben. Joe selbst zögert nicht einen Moment, sich wieder der Gefahr auszusetzen. Wir wussten, was das Problem bei Excelsior One gewesen war. Und wir wussten, dass unser Fallschirmsystem funktioniert. Wir brannten darauf, es wieder zu versuchen. Wir bekamen die Freigabe für den großen Sprung. Jetzt ging es auf die vollen 30 Kilometer. Wieder bereitet die Crew vor Sonnenaufgang den empfindlichen Plastikballon auf den Start vor. Auch der Meteorologe Duke Gildenberg ist wieder mit dabei. Wir sind also vor dem großen Sprung. Wir sind extrem angespannt. Und Joe geht herum und erzählt Witze. Er will uns beruhigen. Er steht vor dem gefährlichsten Unternehmen der Geschichte. Und er muss uns beruhigen. Dann ist es auch für Joe an der Zeit, sich vorzubereiten. Anzug, Fallschirm und Instrumente anzulegen ist umständlich. Und dauert lange. Die gesamte Ausrüstung wiegt 75 Kilogramm. Genauso viel wie Joe selbst. Der Ballon startet pünktlich um 5:30 Uhr. Sein Ziel, die Stratosphäre.
30 Kilometer über der Erde. 10 Kilometer mehr als beim ersten Sprung, der Joe fast das Leben gekostet hätte. Psychologisch ist das ein großer Unterschied. Ich dachte immer, in 20 Kilometern hätte ich noch eine Chance, wenn der Anzug versagt. In 30 Kilometern Höhe ist das der sichere Tod. So in 12 Kilometern Höhe entdecke ich, dass der rechte Handschuh des Raumanzugs defekt ist. Wenn ich denen da unten davon berichtet hätte, wäre der Flug vorbei gewesen. Ich habe das also ganz bewusst für mich behalten. Joe hat nur eine vage Vorstellung, was mit seiner Hand passieren wird. Er weiß nicht, was ein Jahr zuvor in diesem Experiment getestet worden ist. Ein Freiwilliger in der Druckkammer. Nach und nach wird ein Aufstieg bis auf 30 Kilometer Höhe simuliert. Der sinkende Druck lässt die Hand extrem anschwellen. Meine Hand schwoll immer weiter an. Der Schmerz war quälend, aber noch auszuhalten. Der Handschuh war ja noch da und hielt die Schwellung in Grenzen. Aber ich konnte weder meine Finger noch meine Hand bewegen. Joe geht das Risiko ein, alle Handgriffe nur mit seiner linken zu bewältigen. Er will springen. Er will den Erfolg. Ich schaute hinaus zum Horizont. Ein atemberaubender Anblick. Aber rund um mich lauert der Tod. Das Vakuum ist wie ein Gift, wie Arsen. Wenn es dich erreicht, stirbst du. Ich machte mich fertig, betete: Herr, pass bloß auf mich auf. Das inbrünstigste Gebet meines Lebens. Viereinhalb Minuten freier Fall bis zur Wolkendecke. Joe ist mit 988 Stundenkilometern unterwegs. So schnell wie er ist bis heute kein anderer Mensch im freien Fall gewesen. Zehn Minuten nach seinem Absprung an der Grenze zum Weltraum ist er wieder auf der Erde. Auch für den hartgesottenen Joe ist dieser Sprung eine einmalige Erfahrung. Das Adrenalin verdrängt die Schmerzen in seiner geschwollenen Hand. Ein Moment des Triumphs. Es gab so viele Zweifler. So viele, die uns die Sache nicht zutrauten. Wir haben es allen gezeigt. Wir waren total glücklich. Joe Kittinger ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Testpilot. Das Projekt Excelsior wird in den Medien gefeiert. Joe ist der neue Held einer ganzen Nation.
Mit seiner Frau Pauline wird er ins Weiße Haus nach Washington eingeladen, um die Harmon Trophy entgegenzunehmen. Eine Auszeichnung für den besten Piloten und den besten Ballonfahrer des Jahres. Präsident Eisenhower nimmt die Ehrung persönlich vor. Doch die öffentliche Aufmerksamkeit ist erneut nur von kurzer Dauer. Wieder sind es Raketen, die dem Ballonfahrer den Ruhm stehlen. Der Sowjetrusse Juri Gagarin tritt wenige Monate nach Joes Sprung am 12. April 1961 seinen Weg ins All an. Auch die Amerikaner bringen ihre Helden in Stellung. Die 7 Astronauten des Mercury-Programms werden schon vor dem ersten Start wie Popstars gefeiert. Joe stört das nicht. Ich kannte sie alle persönlich. Sie waren aus demselben Holz geschnitzt wie ich. Jetpiloten, Testpiloten. Es gab viele Ähnlichkeiten. Als die Astronauten ausgewählt wurden, fragte ich Dr. Stapp nach seiner Meinung. Er sagte, es wäre unheimlich schwer, dich hier bei uns zu ersetzen. Deshalb habe ich mich nicht als Astronaut beworben. So kommt es, dass nicht Joe im Februar 1962 als erster Amerikaner die Erde umkreist, sondern der Marineflieger John Glenn. Nein, es tat nicht weh. Wir hatten unseren Beitrag geleistet. Die NASA hat viele Erkenntnisse aus unseren Projekten benutzt. Wir waren ein kleiner Teil des Raumfahrtprogramms. Doch leider schiebt die NASA auch wichtige Erkenntnisse der Ballonfahrer beiseite. Zum Beispiel entscheidet sie sich, ihre Raumkapseln zu 100% mit Sauerstoff zu füllen. Allen Warnungen von Dr. Stapp und seinen Männern zum Trotz. Wenn bei 100% Sauerstoff ein Feuer ausbricht, ist das die Hölle. Wir hatten es getestet und uns ganz klar dagegen entschieden. Das haben wir auch der NASA gesagt. Aber die machten ihr eigenes Ding. Gus Grissom, Edward White, Roger Chaffee. Sie sind die Besatzung von Apollo 1. 1967 bricht bei einem Test auf der Startrampe in ihrer Kapsel ein Feuer aus. Sie haben keine Chance. Nach weniger als 30 Sekunden sind alle drei tot. Ich habe zwei enge Freunde bei diesem Unfall verloren. Ich war bestürzt, weil die NASA so fahrlässig war, 100% Sauerstoff in eine Raumkapsel zu füllen. Trotz unserer Warnungen. Ich war verbittert. Joe ist überzeugt, dass die Raumfahrtbehörde auch bei einer weiteren Katastrophe wichtige Erkenntnisse leichtfertig ignoriert hat. Ein Bericht der NASA bestätigt später, dass die Crew der Raumfähre Challenger nach der Explosion zunächst noch unversehrt war. Die Crew der Challenger hätte eine Chance gehabt, wenn sie unsere Excelsior-Fallschirme getragen hätten. Aber das war die Entscheidung der NASA. Heute arbeitet die amerikanische Raumfahrtagentur am Nachfolger des Space Shuttles. Im Windkanal testen Ingenieure Modelle des neuen Raumschiffs. Und diesmal gilt, die Sicherheit steht an erster Stelle, so wie früher bei Joe und den Ballonfahrern. Die Raumkapsel mit dem Namen Orion soll ein Rettungssystem erhalten. Während des Starts und bis zu einer Höhe von 90 Kilometern soll es die Astronauten im Falle eines Falles in Sicherheit bringen.
Doch die Besatzung wird keine eigenen Fallschirme tragen. Falls die Hauptrakete explodiert, soll eine Rettungsrakete auf der Spitze die gesamte Kapsel schnell aus der Gefahrenzone ziehen und alle 6 Astronauten gleichzeitig retten. Anders als Joe bezweifelt die NASA, dass ein Fallschirmspringer aus so großer Höhe unbeschadet die Erde erreichen könnte. Für Joe und seine Mitstreiter ist es allerdings unwichtig, welches Rettungssystem die NASA verwendet. Hauptsache, die Sicherheit der Astronauten steht wieder im Mittelpunkt. Joe, der erste Raumfahrer, verbringt auch mit 79 noch immer jede freie Minute auf dem Flugplatz. Fast 100 verschiedene Flugzeugtypen und Ballons hat er in seinem Leben geflogen. Insgeheim träumt er davon, noch einmal in den Weltraum zurückzukehren. Ich würde für mein Leben gerne mit dem Space Shuttle fliegen. Sofort. Ich könnte das Ding bestimmt steuern. Ein bisschen Training und ich fliege alles.